Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Good and Evil hier mit mir, dem Dennis, auf Master LP. Wir haben hier jetzt mal woanders angefangen, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben mehr Herzen, eine andere Location, der Typ liegt hier auf dem Bett und ja, ganz kurz mal zur Aufklärung. Es ist Folgendes passiert. Und zwar, ich habe ganz fröhlich aufgenommen, 2 Stunden lang, ja. Und ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Ja. Und dann so festzustellen, okay, ganz am Ende, dass ich meine Stimme nicht aufgenommen habe. Und ich will das wirklich nicht nachkommentieren. Und, also ich bin der Meinung, das Let's Play schaut sich euch eh fast niemand an. Und für die Personen, die sich's anschauen, tut's mir wirklich leid, aber ich lasse das jetzt einfach weg. Ich werde euch jetzt einfach kurz erzählen, was wir noch gemacht haben in den Parts. Eigentlich auch nicht viel Interessantes. Wir haben eben Double H gerettet. Sind mit ihm hier rausgekommen. Man hat Double H einen Anfall bekommen. Dann mussten wir ihn auf Zeit hierher bringen. Hatte eine Spritze bekommen. Jetzt geht's ihm wieder gut. Und dann haben wir, wir konnten Page nicht retten, das Schwein. Es wurde mit einem Shuttle zu den Schlachthäusern gebracht. Und der liebe Herr Hahn hat uns dann die Mission gegeben, dass wir uns auch zu den Schlachthäusern begeben sollen. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir damit auch an. Wie schon gesagt, es tut mir wirklich leid, aber ja, das Spiel ist jetzt auch nicht mehr. Ja, ein bisschen eine Übersprungshandlung von mir, dass ich das Spiel jetzt played habe. Eigentlich habe ich nicht mehr wirklich so Lust. Einer für alle, alle für einen. Aber ich werde es trotzdem durchziehen. Carson und Peters, Seite 823. Weil es eigentlich ein tolles Spiel ist. Aber es guckt sich halt einfach keiner. Da ist ein Spiel wie Spec Ops The Line, was Nick Let's Play und so. Da kommst du halt mehr an die Masse ran. Also, damit erreichst du mehr Leute. Carson und Peters, Seite 823. Du hältst jetzt die Fresse. Auf jeden Fall erreicht man damit halt mehr Leute und das möchte ich eigentlich auch. Und ja, deswegen möchte ich das Let's Play eigentlich so schnell wie möglich zu Ende bringen. Was aber nicht heißen soll, dass ich so hinschludern will. Ich will schon immer noch schön und sauber spielen und viel zeigen. So, wir haben auch einige Perlen bekommen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu unserem Hovercraft. Und werden mit der Kamera kämpfen. Boah. So, okay. Rennen, schwarze Insel, Fußgängerzone, Basis. Ich gehe mal in Richtung Basis, weil wir, glaube ich, noch zu Mamagos müssen. Uns ein sogenanntes Sprungkit kaufen, mit dem wir dann im Endeffekt über diese Barrieren drüber springen können. Das da hinten ist ja das Schlachthaus hier. Und wir kommen da eben nicht hin. Wir brauchen den Perlendetektor von Ming Zhus. Er ist ausgesprochen nützlich. Halt, Aigosh. So. Wow, es ging schnell. Herr Babuka und Isha, die wir machen das, Mamako-Brüder. Ich glaube nur, jetzt haben wir nicht genug Perlen. Wo hast du die ganze Zeit über gesteckt? 14, okay, eine Perle fehlt uns. Dann werden wir jetzt eine Plünderhöhle machen. Das haben wir auch noch nie gemacht in Let's Play. Aber bevor ich einsteige, mache ich mal ganz kurz einen Schnitt. Ich muss kurz noch was nachschauen. So, okay. Nein, ich musste nämlich nur kurz gucken. Und zwar irgendwie der Upload hat mal nicht funktioniert von Beyond Good and Evil. Das ist einfach bei 18% hängen geblieben. Und ich will gucken, ob das immer noch bei 18% hängt. Ja, deshalb muss ich die Aufnahme wahrscheinlich irgendwie so in 10, 15 Minuten nochmal pausieren und nachgucken. Weil das kotzt mich irgendwie an, weil ich tendenziell nicht mehr so viel Bock auf das Game habe und ganz gern was Neueres Let's Playen würde. Und eben, ja, und dann funktioniert halt der Upload nicht und dann nehme ich meine Stimme nicht auf. Das ist alles ein bisschen deprimierend. Ja, aber gut, das ist eine Plünderhöhle. Plünderhöhlen verlaufen folgendermaßen. Man bekommt von denen Geld abgezogen und dann muss man die halt verfolgen. Und man muss halt immer schneller sein als der Funke, der da ist, weil sonst die Türen zugehen. Und ja, und ganz am Ende erwartet einen eine Perle. Und ich fahre irgendwie gerade durch alles durch, was ziemlich dumm ist. Tendenziell diese Plündererhöhlen waren noch nie meine Stärke. Wahrscheinlich werde ich richtig auf die Fresse bekommen. Aber gut, weil diese Laserstrahlen an der Seite sind nicht so toll. Da fahre ich jedes Mal rein, das ist voll schlimm. So. Tor 3 haben wir geschafft. Noch 2 Tore kommen. Danach müssen wir den Plünderer killen.
Aber die ersten Plünderer-Höhlen sind noch relativ einfach, die werden noch um einige schwerer. So. Slalomfahren durch die Plünderer-Höhle. Aber die Plünderer-Höhlen sind auch Highlights in dem Spiel, wie ich finde. Wow. Macht mir persönlich viel Spaß. Nur ich bin halt teilweise einfach irgendwie zu schlecht. Warum auch immer. Ich habe jetzt übrigens auch mein neues Headset. Ich habe das Logitech H800. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden damit. So, und kaum in Zeitlupe springen wir hier rüber. Und jetzt geben wir dem. Wer sitzt in der Falle? So, du Opfer. Und her mit deiner Perle. Dankeschön. Plündererbeute. So, dann teleportieren wir uns raus. Scotty, komm schon. Dankeschön. So, also man muss auch nicht selber wieder rausgehen. Nein, 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 man wird teleportiert. Und jetzt gehen wir wieder zu Mamagos und holen uns das Sprungkit. Aber ich will kurz gucken, was da hinten ist. Ist es noch eine Plündererhöhle oder ist es was anderes? Naja. Ich glaube, das ist eine Plündererhöhle. Wobei, ich muss mal sagen, das Wasser in dem Spiel sieht eigentlich voll gut aus, dafür, dass das Game so alt ist. Ach, verdammt. Okay. Kommt rein, Freunde. Willkommen. Ja, hallo. Dann werden wir uns jetzt mal das Sprungkit kaufen. Yo. Mamago. So, 15 Perlen abgezogen. Gut. Wo ist ein Double H? Dem geht's ja, wie man rechts oben gut erkennen kann, nicht mehr so gut. Hey, Kollege. Ach, nicht den. Hier, der da. Brauchst du Energie? Ja. So. Jetzt haben wir ja dicke Ventilatoren da hängen, ey. Können wir jetzt rumjumpen? Mamagos! Okay, und jetzt kann man springen. Bumm, bumm. Ach, ist das nicht schön. Und jetzt sind diese Barrieren Geschichte. Jetzt sind wir außerhalb. Hier sind der die Schlachthäuser. Der Zugang ist auf der dritten Rennstrecke bei den Schlachthäusern, Miss Jane. Shawnee, Double H. Nino konnte alte Pläne der Schlachthäuser runterladen. Anscheinend führt die dritte Strecke der Hovercraft-Meisterschaft direkt unter der Mauer her, die sie umgibt. Wir haben eine Öffnung in der Mauer entdeckt, die groß genug für ein Hovercraft zu sein scheint. Shawnee, Double... Okay. Sieh mal, die Doms haben noch ein Boot versenkt. Also müssen wir jetzt wohl die Rennen fahren. Und in Strecke 3 können wir dann in die Schlachthäuser gelangen. Wir müssen nach der geheimen Passage suchen, wenn wir in die Schlachthäuser wollen, Miss Jane. Rennen 3. Okay. Die Alten, die Schwachen und die Dann werden wir jetzt mal die Passage suchen. Haben noch drei nicht der gefragt Sekunden, ist. Um zu ihrem Strickzeug zurückzugehen. Der Rekord liegt bei 1 Minute, 10 Sekunden und 30 Sekunden, ja. Und wir werden jetzt nicht alle ownen, weil wir geile Schnitten sind. Wir werden einfach über alle drüber springen. Eins, los! Aber wir jumpen einfach über die drüber. Und jetzt, Moment mal, ich glaube, hier war der irgendwo. Nee, doch nicht. Oh, leck. So. Ich werde das Rennen. Das Rennen werden wir nachher nochmal fahren. Und dann. Wichtig, und hier muss irgendwo das sein. Irgendwo hier. Ah ja. Da muss man rein. Ich muss drehen.
Ah, der, ich erinnere mich, das war irgendwie übel schwer, da reinzukommen. Ja, nee, ey. Voll die Hure, voll die Hure, voll die Hure. Mann! Jetzt bin ich echt verreckt an dem Ding, das ist voll schlimm. Die Alten, die Schwachen und die Wehleidigen haben noch 3 Sekunden, um zu ihrem Strickzeug zurückzukehren. Alles klar, okay. Dann go, 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 komm schon. Ja, ich finde es irgendwie voll unnütz, dass man hier so lange warten muss. 3, 2, 1 und los! Bam, bam. Dann probieren wir das Ganze eben nochmal. Carlson und Peters! Wir sind an der Mauer, die Schlachthäuser unten. Jetzt müssen wir einen Eingang finden. Ich habe eine Idee. Alter, was willst du eigentlich? Jetzt komm, ja, beiseite. Nutzen wir eine Boost-Kapsel. Okay, war doch nicht so eine gute Idee. So, okay. Wie zur verschissenen Hölle geht es hier? Leg mal wieder. Muss man hier vielleicht irgendwo anders entlang? Weil irgendwie scheint mir das nicht machbar. Aber wie es scheint, gibt es keinen anderen Weg. Alter, verpiss dich. Nee, es gibt keinen anderen Weg scheinbar. So, dann müssen wir unsere letzte Reparaturkette nutzen. Ich verstehe irgendwie auch nicht was. Mann! Die Steuerung geht mir auch so auf die Nerven. Und das Schlimme ist ja, muss man hier vielleicht irgendwie was beschießen? Mann! Geh weg. Ich mag dich nicht. So, nochmal. Muss ich vielleicht hier irgendwie übel den kranken Speed aufbauen.